So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück in der Hölle. So sieht sie wahrscheinlich aus. Sie besteht aus solchen Puzzles. Okay, wir können tatsächlich relativ viel an sich schon so fertig machen. Das ist, Moment, das ist auch der Bote aus Welt 1. Vielleicht ist er einfacher, das rede ich mir jetzt einfach so ein. Aber ich glaube selbst nicht dran, weil man die ja eh gleichzeitig freischaltet. Ja, da haben wir schon das erste Problem. Kann man aber vielleicht auch lösen. Ich lass mal die weg. Ja, das wäre sogar echt fast was geworden. Was habe ich denn gemacht? Ich habe das da hochgeschoben. Vielleicht klappt das bei dem. Nee, es ist natürlich auch gespiegelt. Das geht. Ja, das geht vielleicht. Wenn wir es eins runterschieben. Dann haben wir oben immer noch was frei. Aha. Kann der L-Block da rein? Nein, kann er nicht. Ach, Kinder. Oder Boten oder whatever. Ich habe hier voll den Spaß meines Lebens. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Mal auch wieder so ein langes. Ich meine, das kann es auch sein, dass wieder so ein langes da einfach hin muss. Dass die zwischendrin eingebaut werden, glaube ich weniger. Das sind eher so längere Dinger, die da praktisch wären. Oh, so sind die aber auch schön daneben. Tatsächlich. Sind die verbaut? Die sind verbaut. Oh, toll. Okay, schön. Was haben wir hier mit dem Connector? Den nehmen wir gleich mit. Da. Oben kommen wir her. Ah, dann fliegt man zu der Insel. Das ist ja schön. Okay. Geht gleich weiter. Mit der Freude. Kann das so aufbauen? Natürlich haben wir wieder ein zackiges. Natürlich. Ah. Den können wir schön unten hin platzieren, theoretisch. Wenn man die dann hier noch ein bisschen runterschiebt. Na, das geht nicht. Das geht an sich auch noch nicht so ganz auf. Nee, das wird nicht klappen. Das kann Lappen. Wenn wir ein. Wir haben zwei lange, ne? Ja. Oh, ja klar. Und jetzt hier, ne? Ist das ätzend. Es ist so ätzend. Es klappt überhaupt nicht auf Anhieb. Kein Mal war das jetzt auf Anhieb. Einmal war es ein bisschen schneller, aber da waren die Dinger auch echt gnädig positioniert. Oder besser gesagt, da war es gar nicht so viel von den Dingern. Oh Mann.
Ne, da oben. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Naja, die Wahl, ob wir das so hinstellen oder anders. Wir haben jetzt ein zackiges offen. Kann man das... So irgendwie? Nee. Da bleibt das trotzdem übrig. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wir... Das sind zweimal dieselben zackigen. Nee. Ich starte nochmal neu. Wir platzieren die jetzt einfach random. So, und bauen um diese zackigen rum. So machen wir's. Wir haben noch ein zackiges. Mist. Aber da können wir was reinbauen. So. Ja, das geht nicht so ganz. Aber das geht. Und vielleicht... Nee. Hätte funktionieren können. Wäre im Bereich des Möglichhaften. So. Ach, das sieht... Das sah gar nicht so schlecht aus, ne? Das jetzt so rein. Ja. Es sah nicht so schlecht aus. Die können sich gegenseitig wieder fertig... Weißt du, dann machen wir das so. Machen die sich gegenseitig auch einfach wieder... Completen sich. Aber vielleicht oben... Ja. Ja, ne? Und sonst so? Ah, ah. Kriegen die das hin, dass die die Rätsel so schwer, aber perfekt gestalten? Die machen auch wirklich die weirdeste Kombination. Kommt's mir so vor. Und jetzt stecken wir auch schon seit 8 Minuten an jetzt am zweiten Rätsel. Also erstes und zweites. 8 Minuten, hey. Heftig. So. Das sah auch jetzt eigentlich sehr gut aus, ne? Klar, jetzt brauchen wir das lange. Das ist zum Kühe schubsen. Na toll, haben wir wieder nur verschoben. Wir können... Na. Ich glaube, wir kommen teilweise gerade weiter. Nee. Naja, kommen wir nicht. Safe nicht. Dass wir da unten was offen haben.
Bringt uns auch nichts. Ich muss irgendwie zwei Sachen immer rausnehmen, dass man auch Fortschritt machen kann. Habe jetzt nur eins. Nur eins immer rausgenommen. Oh. Ja, wenn man das so hoch macht. Nee, das. Das wird schon wieder nix. Ja. Na. Ich brauche eigentlich nur eine Vorgabe. So ein Block, wo ich weiß, okay, der muss da sitzen und dann könnte ich drum rumbauen. Aber es ist ja. Das ist alles möglich, oder? Solchen Dingern. Die Musik soll beruhigend sein, aber ich flipp gleich aus. Oh. Ja, jetzt haben wir drei Z-Steine. Kann man auch gar nichts mit anfangen, wenn die am Ende übrig bleiben. Und das ist. Ja, nee, es sind nicht dreimal dieselben. Aber es sind dreimal einfach ätzende Steine. So, es nennt. Nennt wie ihr es wollt. Ich finde die sehr ätzend. Das ist der Bodensatz der Gesellschaft, die Steine hier. Ich brech's mal ab. Ich mach mal kurz irgendein anderes Rätsel zur. Okay, sieht besser aus. I guess. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ja, jetzt bräuchten wir ein langes, was übrig ist. Ha, toll. Danke, danke, danke. So. Nee, geht auch nicht ganz. Aber der muss ja gar nicht oben sein. Glaube ich. Vielleicht muss er es. Oh Gott. Es ist so witzlos. Hilfe. Ich weiß, warum ich solche Spiele nicht so oft spiele. Mit Puzzle-Block-Sätzen und so. Aber hey, das ist doch jetzt der perfekte
AI-Test. Bin ich ein Roboter? Nein. Ein Roboter hätte es innerhalb von Millisekunden fertig gemacht. Und ich weiß jetzt zu 1000%, ich bin keiner. Ich bin menschlich inkompetent. Toll. Wir haben die Gewissheit. Verdammt. Es fühlt sich immer so an, als wäre man dem Ziel hart nahe. Aber ist man nicht. Ist man absolut gar nicht. Oder vielleicht ist man es. Man merkt es nicht. Man wird es nie merken. Alter, ich kann bald nicht mehr. Zero Strategien. Ja, und das ist dann falsch rum. Na klasse. Warum haben wir jetzt ein falsch rum, das falsch rum ist? Okay, aber kann man... Oh, gibt's irgendwie einen Trick? Wenn das Ding falsch rum ist. Ich kann es doch einfach so umdrehen. Okay, ja, man kann das Quadrat umstellen. Gut, das ist der Trick, den ich wollte. Alles klar, wir kriegen eine Kiste. Cool. Ah, da hinten eine Story. Nehmen wir die Story mit. Es kann sein, dass du, wenn du durch das Archiv stöberst, Menschen aus meiner Zeit findest, die behaupten, dass Zivilisation nicht wichtig ist. Dass es besser ist, wenn wir alle sterben. Es gibt eine Menge Zyniker, die sowas denken. Ich hoffe, sie erscheinen dir so absurd wie mir. Ich hoffe, du findest etwas in diesen Dateien. Ein Lied, ein Buch, ein Film, vielleicht ein Spiel. Etwas, was du liebst. Etwas, das dir verdeutlicht, wie viel ärmer das Universum ohne es gewesen wäre. Das hoffe ich wirklich, weil viele Menschen sehr viel geopfert haben, um dieses Wissen zu bewahren. Das wäre so fast perfekt gewesen. Okay. Die Teile, die kann man drehen, wie man will. Die sind immer gleich. Das ist... So, und wir haben... sowohl zwei von denen, als auch zwei von den anderen. Aber wieder nur eins von denen und eins von den anderen. Also lässt es sich spiegelverkehrt machen... dass das unten hingeht, dass da, dass da, keine Ahnung, dass da, geht das, wenn man das spiegelverkehrt macht? Weiß gar nicht mehr, was ich danach gemacht habe, na klasse. Habe ich das so gemacht? Nee. Die Zs müssen schon eher mittig sein, ne? Das ist gegeben.
Und toll, jetzt fehlt da ein Z. Oh, die Z sind alle drei gleich in dieselbe Richtung. Ach, verdammt, ich dachte, das wäre auch wieder 2-1. Aber nee, die sind alle gleich. Und wir haben das L wieder andersrum. Na, klasse. Wie fixt man das? Wie fixt man das L? Maybe so? Ja. Ihr könnt euch ergänzen, aber... Ja, es könnte fast ein Z rein, aber nur fast. Verdammt! Verdammt, blöde Z. Oh, ich mach den Part schon wieder zu lang. I'm sorry. Es ist nur so spaßig und spannend gerade. Ich kann gar nicht anders. Wobei auch bei dem Rätsel, ich... Hier kommt es mir so vor, als müsste es schon eine gescheite Option geben. Ja, gut, okay. Passt.